Ja, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zur vierten Episode von Let's Play Wisdom. Ja, in der letzten Episode haben wir uns gemessen mit Oink Oink, dem fiesen Schnitzelvieh. Und jetzt gehen wir mit dem Geilo Nilo weiter hier. Worauf wartest du? Ja, auf Sonnenschein, es wäre super. Hey. Warte mal, ich sehe doch gar nichts. Ah, Fackeln. Worauf wartest du? Ah, Pflanzen. Also Lust, nehmen wir mit, ist permanent, glaube ich. Geilo. Alter, jetzt. Man sieht aber auch wirklich jetzt ganz... Da, siehst du die Ruine, die dort im Norden aus dem Boden ragt? So eine habe ich schon an anderer Stelle gesehen. Ja, war mal drin. Dort haben die Weißen vor einigen Tagen ein größeres Artefaktlager errichtet. Wenn ich du wäre, würde ich mich dort nicht sehen lassen. Jemanden wie dich kassieren die Jungs sofort ein und werfen dich in die Vulkanfestung. Dort werden sie dir den Stabkampf beibringen und dich in den Ruinen verheizen. Nett. Nicht wahr? Also, überleg dir das gut. Komm weiter. Es ist nicht mehr weit bis zum Sumpf. Aha. Folge Neil weiter nach Westen. Werden wir tun. Aber trotzdem gucke ich hier, ob hier irgendwie was Brauchbares rumliegt. Warte mal. Neil? Schön da bleiben. Hier ist was? Nein! Neil! Neil! Oh. Oh, Scheiße! Der ist ausgewachsen! Oh, ich blocke aber auch gerade Neil ab, ne? Oh! Geil! Ganz schnell! Heilung! Ich will nicht... Wieso hat denn der Wolf noch so viel Leben, Mann? Neil, was machst du denn? Junge! What the fuck, man? Ja. Jo. Alter, und dafür gibt's einfach nur Gammelzahn, ey. Unglaublich. Ach, hier war noch ein anderer. Deswegen, das war nicht einer, das waren zwei. Und ich check einfach mal null. Alter, jetzt. Ja, hetz mich nicht, Mann. Alter, man, es kann nicht so was da hinten los. Hallo. Obwohl, das erkunden wir, glaube ich, bei Tageslicht. Oh yeah. Wenn du hier dem Weg weiter Richtung Norden folgst, kommst du in unser Lager. Okay. Aber lass dich von unseren Jägern nicht zur Arbeit einspannen. Die faulen Hunde suchen nur einen Grund, um nicht jagen zu müssen. Danke. Ich komme schon zurecht. In Ordnung. Ich gehe da mal wieder auf meinen Posten zurück. Viel Glück. Wir sehen uns. Haut er ab. Ja, toll. Jetzt haben wir einen großen Trank, 300 Lebensenergie. So viel haben wir doch gar nicht, oder? Nee, bei weitem nicht. Den heben wir uns auf. 106 nur hier. Ey, das ist ja... Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns mal ein bisschen fresh machen. Hier war was Permanentes, das gönnen wir uns. Das ist auch permanent. Ich glaube, wir... Nee, das ist Mana. Mana, 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 Lebensenergie. Ich glaube, wir gönnen uns erstmal diese ganzen Pimmelpilze. Ja, dann sind wir die nämlich auch los. Grünblatt, jawohl. Wir haben kaum was gegen für Heilung, ne? Heilkraut. Ja, das habe ich ja da drin. So, noch ein. Ja, komm. Scheiß drauf. Lassen wir so. Dies packen wir jetzt mal weiter nach da. Wir haben ja haufenweise Fleisch. Wir müssen es halt nur brutzeln. Was mache ich denn da? So. Dann speichern wir das Ganze und gehen einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass wir sowas überleben. Heilpflanzen sind immer gut und immer brauchbar. Komm, wir zweien es. Ist ein bisschen assi gewesen. Ich gebe es zu, es war assi. Ich brauch mal erst, ja. Die Fackel holen wir uns auch wieder.
Man überfällt keine wehrlosen Viecher. Das ist schon ein bisschen assi von mir gerade gewesen. Das war ein Pennmann. Aber die würden es auch nicht anders machen. Die würden auch an mir rumknabbern irgendwie, wenn ich am Pennen wäre. Oh, was mache ich denn da? Was war das denn für ein Move eben? Automatisch speichern. Ich speichere nochmal separat. Oh. Die Atmosphäre hier, die kommt mal richtig geil. Oh, hier ist das mal ein Lagerfeuer. Hey du, wo willst du hin? Lass mal das schließen. Ich schau mich hier nur mal um. Sei vorsichtig, der Sumpf ist gefährlich. Duck. In letzter Zeit sind einige von uns von Rotzwürmern gefressen worden. Am besten bleibst du auf dem Steg. Oder noch besser, ich gebe dir eine Karte von dieser Gegend, damit du dich nicht verläufst. Also, wenn ich dich so ansehe, wie wär's mit einer besseren Waffe? Aha. Woher bekomme ich eine bessere Waffe? Das kommt darauf an, welche Waffe dir am besten liegt. Einige schwören auf das Schwert. Andere wiederum mögen lieber die Axt. Da bist du sicher bei unseren Kämpfern im Tempel, dort im Norden, gut beraten. Ich bin Jäger. Mir liegen eher Pfeil und Bogen. Ich habe einige schöne Exemplare dabei. Wenn das Gold stimmt, könnte ich mich sicher von dem einen oder anderen trennen. Tja. Wollen wir erstmal gucken, was der hat? Komm, lass uns handeln. Ja, ja, Bögen da. Geschicklichkeit. Kurzbogen. Kostenpunkt. Liegt bei 75. Ich glaube, wir sparen erstmal das Geld. Ja, passt auf. Wir sparen erstmal das Geld. Und später holen wir uns dann auch einen Bogen. Ich bin mir sicher, dass wir sowas brauchen. Weil ich noch nicht weiß, was wir machen. Gehen wir in die Richtung der Magie. Was machen wir später? Werden wir einfach irgend so ein bescheuerter Soldat der Inquisition? Werden wir Magier? Sind wir ein bisschen rebellisch drauf? Ich weiß es noch nicht. Ich denke, wir werden schon so ein bisschen in die Richtung des Schwerkampfes uns entwickeln. Und da wäre auch ein Pfeil und Bogen, so ein paar Grundkenntnisse. Und natürlich die Waffe selbst gar nicht mal so verkehrt. Aber natürlich können wir auch erstmal Sachen verkaufen. Nämlich, wo haben wir denn? Schriftstücke haben wir. Sonstiges. Fackeln haben wir. Besen brauchen wir, glaube ich, nicht. Eine Säge brauchen wir nicht. Die Flöte brauche ich nicht. Die Perle brauche ich nicht. Hier haben wir noch so ein paar Jagdsachen. Zack. Das brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Das brauchen wir nicht. Diese Schlüssel sind natürlich unverkäuflich. 59 Gold kriegen wir dafür. Das ist natürlich fresh. Das ist natürlich richtig fresh. Die Sachen, glaube ich, die lassen wir hier. Das ist cool, das behalten wir einfach. Warenkorb handeln, bitte. Ich geb... Ja, deine Waren sind teurer als meine. Ja, Kunststück, du hast ja auch noch nichts draufgelegt. Ich geb dir noch 59 Gold. Ja, sehr gerne. Vielen Dank an dieser Stelle. So, dann lass uns weiter quatschen. Was ist das für ein Ort hier? Du bist noch nicht weit rumgekommen, was? Pass mal auf. Alles, was du hier siehst, gehört Don Esteban, unserem Herrn. Der Tempel hier im Norden, der Sumpf hier, einfach alles. Wenn ich du wäre, würde ich es mir mit dem Don und seinen Kämpfer nicht verscherzen. Aha. Erzähl mir was über euren Tempel. Das Ding war auf einmal da, kam wie aus dem Nichts, aus dem Boden geschossen. Und mit ihm kamen diese ekeligen Biester. Doch unsere Kämpfer haben ihn ordentlich eingeheizt. Da drinnen lebt garantiert nichts mehr. Jetzt dient der Tempel unserem Don als Behausung. Naja, jedenfalls, solange wir noch hier sind. Okay. Ihr seid nicht immer hier im Sumpf gewesen? Als der Inquisitor mit seinen weißen Kriegern die Hafenstadt übernommen hat, sind wir hierher geflüchtet. Die weißen Typen sind heftig. Mit Magie und so. Da sind wir lieber abgehauen. Hoffentlich bleiben die nicht ewig in der Stadt. Eklige Biester? Ja. Einige von den Viechern schwirren immer noch hier rum. Frag doch mal Ricardo danach. Er ist einer der Kämpfer und Wachposten im Banditenlager drüben beim Tempel. Der kann dir einiges darüber erzählen. Naja, wenn er denn mal das Maul aufkriegt. Okay.
Was weißt du noch über die Weißen? Nur das, was alle wissen. Komm den Weißen Ordenskrieger nicht zu nahe, sonst schleppen sie dich in die Vulkanfestung. Zwangsrekrutierung. Die armen Schweine da oben kriegen erstmal eine Gehirnwäsche und dann werden sie in den Tempelruinen verheizt. Ich mach da nicht mit, das schwöre ich dir. Okay. Was macht euer Boss, der Don, im Tempel? Don Esteban wartet auf eine Gelegenheit, wieder in die Stadt zurückzukommen. Seit wir hier sind, sammelt er Gold und rüstet sich für einen Angriff gegen die Weißen. Ich hoffe, dass es nie dazu kommt. Mir wäre lieber, die Männer des Inquisitors würden von alleine wieder verschwinden. Aber wer bin ich schon? Das überlasse ich lieber den Kämpfern. Tja, solltest du vielleicht tun. Was jagst du hier im Sumpf? Da gibt es so einiges, was man hier jagen kann. Doch versuche ich mich schon seit einigen Tagen mit diesem Wurm drüben im Westen. Doch allein ist mir das Monstrum einfach zu gefährlich. Wäre mir lieber, ich hätte Hilfe. Das klingt doch gar nicht mal so verkehrt. Was wäre, wenn ich dir helfe, den gefährlichen Wurm zu jagen? Ich bin nur ein einfacher Jäger. Viel habe ich nicht. Aber wenn wir das Ding gemeinsam erledigen, gebe ich dir 30 Gold. Lächerlich. Bereite dich aber besser vor. Das Ding ist nicht ohne, sag ich dir. Also 30 Gold ist doch mal... Ja, klar. Ich erledige deine Drecksarbeit und du gibst mir da so ein paar Klimpermünzen. Ist richtig, Junge. Na gut, komm. Los, lass uns den gefährlichen Wurm jagen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Zieh deine Waffe und auf geht's. Bleib dicht hinter mir. Geh mit Duck jagen. Das tun wir, aber vorher speichern wir. Und ja, da... Oh. Oh. Alter, der hält was aus. Oh, Entschuldigung, Duck. Ich seh nix! Nein! Das machen wir nochmal. Shit! Also wenn der Wurm zu weit von uns weg ist... Wo ist denn der? Ah, da. Also aushalten tut er was. Schnell. Friss doch mal schneller, Junge. Ich brauch mehr Licht. Na los. Komm schon. Zieh den Wurm doch weiter hierher, Mann. Oh, Duck macht's nicht lange. Duck macht's nicht lang. Oh. Los! Ja! Alter! Das war doch mal geil! Das war Teamwork, Mann! Ah, den nehmen wir auf jeden Fall mit! Alter, die Fackel! Oh! Eieieiei! Keule! Hast dabei gut was ausgehalten, aber nicht wirklich ausgeteilt, ne? Also irgendwie... Hatte ich den Eindruck, ich habe den ganzen Scheiß irgendwie alleine gemacht. Na gut, komm, Keule. Ich hätte auf meinen Vater hören sollen. Der hat mich vor dem harten Geschäft eines Jägers gewarnt. Um den gefährlichen Wurm brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Sehr gut. Dieses Monstrum hat mir echt Angst gemacht. Das ist mir 30 Goldmünzen wert. Lächerlich. Noch was. Wenn du zum Tempel gehst, dann nimm diese Keulen rohes Fleisch mit. Im Lager wird immer Fleisch gebraucht. Ich bleib erstmal hier und ruh mich aus. Kann er mir was beibringen? Kannst du mir die Jagd beibringen? Weißt du, ich bin kein so guter Lehrer. Louis ist dein Mann. Er ist ein guter Jäger und hat mehr Erfahrung. Er müsste auch irgendwo hier im Sumpf unterwegs sein. Kannst ihn ja mal fragen. Werde ich machen. Lass uns handeln.
So richtig Geld haben wir nicht, ne? Das ist ja das Problem. Das ist die Flöte. Gut. Das wäre ja schon mal geklärt. Ich gehe dem mal hinterher. Fackel ist ausgebrannt. Weil jetzt hier so im Dunkeln durch den... Ja. Ich weiß nicht. Durch diesen scheiß Sumpf zu gehen im Dunkeln ist, glaube ich, nicht die geilste Idee, oder? So. Aber auf jeden Fall speichern wir an dieser Stelle. Ah, da ist ein Wasserfass. Hallo, nehmen wir mit. Ey, ist das geil, ist das geil. Ich freue mich einfach, dass ich wieder für diesen Titel einfach spielen kann. Und by the way, einfach auch mal das ganze Ding aufnehme. Ja, ich weiß, es ist kein aktueller Titel. Wird auch nicht so der Renner jetzt auf YouTube sein. Natürlich nicht. Aber ich habe Spaß daran und ich hoffe, ich kann euch das eigentlich auch als solches auch vermitteln. Meine Fresse. Deutsche Sprache, schwere Sprache hier. Nee, ich bleib auf dem Weg, Mann. Muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich nicht so die dicken Eier. Jetzt hier im Dunkeln, ohne ordentlich Waffen und ohne Schutz da lang zu rennen. Wir bleiben erstmal auf diesem Steg. Automatisch speichern. Okay. Ja, ich speichere nochmal separat. Die Schillen. Ricardo. Domingo. Eine Beere. Sam. Hallo. Ich habe hier noch nie gesehen. Ich bin ja auch noch nicht lange hier. So, so. Na, Mann, da hast du dir ein schönes Plätzchen ausgesucht. Kannst froh sein, dass du noch lebst. Die Gegend hier ist gefährlich. Du bist kein Holzfäller, oder? Nein, auch wenn es vielleicht gerade so aussieht. Ich bin Jäger. Meine Jungs und ich kümmern uns um die Fleischbestände des Banditenlagers. Okay. Du bist Anführer der Jäger? Ja, aber wie du siehst, komme ich hier nicht weg, um mich um sie zu kümmern. Meine Jäger machen momentan, was sie wollen. Ich würde dir mal volle Möhre den Arsch versohlen an deiner Stelle, ne? Lass doch den Kram hier liegen und mach was anderes als Holzsägen. Wenn ich könnte, würde ich. Das kannst du mir glauben. Doch ich fürchte, dass es Brogar nicht gefallen würde, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache, bevor sein Holz hier gesägt ist. Brogar? Der Anführer der Kämpfer. Ein ganz übler Bursche. Du wirst ihn ganz sicher noch kennenlernen. Ja, das vermute ich auch mal. Du sägst Brogars Holz? Allerdings. Er sagt, er müsse seinen Vorrat an Brennholz aufstocken. Aber das ist reine Schikane. Warum? Ich habe mich mit ihm angelegt. Und jetzt lässt er mich dafür bluten. Aha, das ist ja ein richtig sympathisches Kerlchen, du. Heißt das, dass Brogar dich von deiner eigentlichen Arbeit abhält? Was soll ich machen? Ich kann ja nicht Holz sägen und gleichzeitig jagen gehen, du Schlaumeier. Warum wehrst du dich nicht dagegen? Im Moment habe ich keine andere Wahl. Er hat die ganzen Kämpfer auf seiner Seite. Das klingt so, als hättest du Angst vor ihm. Ist das so? Nun, dann solltest vielleicht du mal mit ihm reden, was? Er ist gleich dort drüben. Viel Spaß, Kleiner. Scheiße, der Sam, der ist ganz schön angefressen gerade. Ich glaube, ja, weiß nicht. Ich glaube, ich habe den doch dezent gereizt, den Typen. Oh Mann, was habt ihr mir zu sagen? Das willst du. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Nein, sehe ich nicht. Also jetzt mal ernsthaft, du sitzt da am Lagerfeuer und kreuzt dir die Nüsse. Erzähl mir was über dieses Lager. Bist noch nicht lange hier, was? Also pass auf, ich mach's kurz. Wenn du essen willst, musst du dafür arbeiten. Aber wenn du hier bist, um abzusamen, gehst du besser zu den Kuttenträgern in der Vulkanfestung. Hier wird dir jeder die Hand abschlagen, wenn du dich an den Sachen anderer vergreifst. Klar? Und jetzt geh wieder, ich hab zu tun. Ja. Nö. Was machst du hier? Ich bin Kämpfer. Ein guter Kämpfer? Der Beste. Und jetzt geh. Ich hab keine Zeit zum Quatschen. Nein, jetzt nicht. Tja. Dann kann man den noch nicht mal nerven. Was bist du für einer? Hallo. Was ist? Was machst du hier? Wache schieben. Und? Wie läuft die Wache? Beschissen. Wieso?
Stell du dich mal Tag und Nacht in den Sumpf. Ist dir kalt? Nein, hier stinkt's. Ich bin's nicht. Was machst du hier außer Wache schieben? Das Lager verteidigen. Gegen was? Biester. Welche Biester? Die aus den Ruinen. Der ist voll gesprächig, Mann. Wo genau sind diese Ruinen? Überall da, wo der Boden Buckel hat. Hast du in letzter Zeit solche Biester gesehen? Ja, da hinten bei der Ausgrabungsstelle, mitten im Sumpf sind welche. Und? Machen mich nervös. Warum? Sie sind eklig. Ist nicht wahr. Ist so geil, Mann, diese Konversation da, herrlich. Oh Mann, ey. Bist du ein guter Kämpfer? Zum Bauernklatschen reicht's. Ja, so siehst du auch aus. Wer hat hier das Sagen? Der Don. Wer? Der Kerl im Tempel. Ach. Erzähl mir was über das Lager hier. Da hinten ist der Tempel, da ist der Sumpf. Hier ist mein Wachposten. Ach was. Was macht euer Don im Tempel? Geschäfte. Welche? Das geht dich nichts an. So? Ich wette, du hast keine Ahnung. Ist mir egal. Ist mir egal, egal. Du bist nicht gerade ein Mann der großen Worte. Wozu auch? Ich kenne dich doch überhaupt nicht. Dir irgendwas aus den Knochen zu leiern, ist eine Qual. Du stellst die falschen Fragen. Okay, versuchen wir es mal damit. Was wäre es dir wert, wenn ich die ekligen Viecher für dich töte? 30 Gold? Am Arsch. Wahnsinn. Kannst du mich trainieren? Weiß nicht. Gegen Gold? Meinetwegen, aber ich spiele nicht das Kindermädchen für dich. Ich zeige dir, wie du mit der Armbrust schießt. Mehr nicht. Ach. Gut, ich töte die ekligen Insekten im Sumpf. Für 30 Gold. Okay, mach weg die Dinger. Ja, ja. Und wehe, du zahlst nicht. Ja, liebe Freunde, das allerdings machen wir in der nächsten Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich doch durch ein Däumchen nach oben wissen. Ich verabschiede mich für heute und sage Schömedö und noch einen wunderschönen Tag. Ciao.